Wer Pussyterror TV kennt, der kennt auch Veronika Rottke. Unsere Charity Lady aus Leidenschaft, die gute Seele von Köln, die unerbittliche Kämpferin für die Armen und Entrechteten in unserer Gesellschaft. Wieder einmal hat sie es sich zur Aufgabe gemacht, ein Fünkchen Hoffnung in das Leben derer zu tragen, für die die Sonne niemals scheint. Diesmal geht es Veronika Rottke um die Ärmsten der Armen. Menschen, die in unserer Gesellschaft keinerlei Chancen mehr haben. Es geht um Menschen über 50. Nee, also ich muss sagen, da zieht sich bei mir alles zusammen, ne? Guck mal hier, hinter diesen dicken Mauern, da müssen die leben, ne? Die Schwachen und die Versehrten, hör mal. Ach, das ist doch wie früher bei den Leprakranken, ne? Die durften ja auch nur vor der Stadtmauer wohnen. Ach, nee, Leute, aber es hilft ja nichts. Einer muss es ja machen, ne? Ich gehe da jetzt rein. Ach, schön. Ach, ach, und da geht es schon los, ne? Da ist schon der Erste. Ah, ja, da muss man aufpassen, dass der nicht spuckt, ne? Das ist wichtig. Das Leben im Altenheim ist Veronika bestens bekannt. Auch ihr Mann Hartmut hat seine letzten Jahre hier verbracht. Ja, also ich wollte ja wirklich, ne, dass mein Hartmut, dass der bis zum Schluss bei mir bleibt, ne, zu Hause. Aber das ging einfach nicht mehr. Wirklich, also als er nicht mehr gut zu Fuß war, das war ja noch in Ordnung. Aber als er dann noch eine Brille brauchte, ne, also da wusste ich einfach, ne, Veronika, jetzt bist du mit deinen Kräften auch mal am Ende. Hör mal, der ist mir da überall gegen gelaufen, der Depp. Ne, und dann habe ich den hier hingebracht, ne, dass die den hier dann entsorgen, versorgen. Frau Rottke, das ist ja schön, dass Sie uns mal helfen können. Ach, ich bitte Sie, ich liebe Senioren, oh, die sind so alt und trocken und immer so verjässlich, aber weise verjässlich, also schön verjässlich, ne? Oh, ne, ich könnte, also jeden Tag könnte ich einen Senioren besuchen oder so, oh, wirklich. Ja, das ist Frau Mikulewski. Ja, guten Tag. Ah, Altersflecken. Ist das nicht ansteckend? Schnell lernt Veronika Rottke, worauf es bei der Betreuung älterer Menschen wirklich ankommt. Also das Allerwichtigste ist ja das Zuhören. Hör mal, zuhören, 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 wirklich. Das ist wirklich das Wichtigste. Da muss man einfach mal lauschen, was die alten Leute so zu sagen haben. Ne? Das ist wichtig. Ich war mal Tänzerin in Berlin. Darf ich vielleicht mal aussprechen? Also wirklich so alt und so schlechte Manieren, ne? Ja, toll. Wo war ich jetzt? Ah ja, zuhören. Zuhören ist einfach wichtig. Mit viel Feingefühl geht Veronika Rottke auf die älteren Menschen ein und nimmt sich sogar die Zeit, ihnen aus der Zeitung vorzulesen. Och, gucken Sie mal hier. Der ist genauso alt wie Sie. Tot, ne? Och, und hier, sogar jünger als wie Sie. Oh, tot. Das ist jetzt einfach das Alter, ne, wo das passiert. Müssen Sie nicht allmählich gehen? Ich fürchte, dass Sie vor mir gehen müssen, wenn Sie wissen, was ich meine. Aber wir können ja noch mal gucken, was heute Abend im Fernsehen kommt, ne? Das werden Sie ja sicher noch erleben, oder? Den ganzen Tag lang bemüht sich Veronika Rottke, ein bisschen Farbe in den grauen Alltag der Heimbewohner zu bringen. Ja, jetzt sitze ich hier. Ich meine, jeder wird ja irgendwann mal alt, aber hier einfach nur sitzen den ganzen Tag, also das wäre mir doch wirklich ein bisschen arschlangweilig. Nee, komm, ich mach denen hier mal ein bisschen Abwechslung, oder? Ja, hör mal, ich dachte, ihr wärt Freundinnen. Ja, ich sage es ja nur, wenn ich mit meiner Freundin Rummikub spiele, dann betuppen wir uns aber nicht. Ja, nicht du hier, deine Freundin. Die ist doch die ganze Zeit am Fuschen, das Schlingelchen. Hör mal, so küsst aber nicht in der Himmel. Hör mal, jetzt haben die doch hier ein richtiges Abenteuer. Das ist doch viel besser, als hier den ganzen Tag rumsitzen, den eigenen Körper beim Verfall beobachten hier. Ich habe letzte Woche noch einen Halbmarathon gelaufen. Ja, ja, genau. Ja, viele sind hier auch am Fantasieren. Ne? Die sind am Halluzinieren und dann machen sie uns jetzt Peinliches. Hier sieht man ja beim Hallervorden. Ne? Oh, hör mal. Hier, guck mal.
Die Beweise. Kali, was hab ich gesagt? Bah, die Zeitung hast du doch schon am Klo gehabt. Nicht die Zeitung jetzt am Tisch bringen, ist ja ekelig. Nee, da muss man direkt streng sein. Ne? Das ist wie mit dem Hund. Sonst stehst du da, macht er dir nachher am Teppich. Ne? Ja, ich hab die im Griff, das ist klar. Und immer wieder fällt Veronika Rottke auf, dass sie nicht nur viel gibt, sondern auch ganz viel zurückbekommt. Och, mal guck mal, was der Junge schlucken muss. Das ist ja furchtbar. Was hast du denn da alles? Ah, das hier, das ist für das Herz, ne? Ja. Für die Pumpe, ne? Und das ist für Zucker? Ja. Ach, und das hier, das ist Antidepressiva, ne? Ja. Für die gute Laune. Hör mal, dann tausche mir. Ja klar, die Happy Pillen, die nehme ich. Und dafür gebe ich dir was ganz was Feines. Das hier, das sind die blauen Zauberpillen von meinem Hartmut. Wenn du davon eine mit einem Bierchen runterspülst, ne, dann hat deine Freundin heute Nacht noch mal richtig Spaß und Freude, ne, du Räuber, du. Insgesamt fällt Veronika Rottges Fazit nach ihrem Tag im Altenheim sehr positiv aus. Och, wirklich, das hat mir gefallen bei Ihnen. So toll hier, wirklich. Und wie Sie die Leute am Betreuen Danke. Sind. Wirklich toll. Ein tolles Haus. Auch so modern. Ja, ne? Sehr modern, ja. Ja, wirklich, alles vom Feinsten. Guck mal, das ist auch wichtig, dass die Leute hier so einen großen Fernseher haben, dass die hier ZDF gucken können oder was die sonst gucken. Ja, ZDF, ne? Oh. Naja, das wäre ohne Ihre großzügigen Spenden natürlich kaum möglich gewesen. Ja. Herr Bürgner. Ja. Und meine was? Naja, dadurch, dass Sie nach dem Tod Ihres Mannes die Beiträge für ihn einfach weiterbezahlt haben, konnten wir uns viele Extras leisten. Also den Fernseher, die Karaoke-Maschine und auch diesen tollen Transportbus da draußen. Ja. Herr Bürgner, ich glaube, ich bringe Sie besser mal in Ihr Zimmer, nicht wahr? Kommen Sie mit, Herr Bürgner. Ja. Aber ich liebe Spenden. Toll. Aus dem Tisch. Veronika Rottke, eine kleine Frau mit einem ganz großen Herzen. Frau Rottke!